Zwei Fahrräder in einem, umschalten auf E- oder Normalbetrieb, wie du willst. Apple Find Me integriert, pannensichere Reifen, Alarmanlage im Bike und sogar ein integriertes Schloss. App-Bedienung mit Sonderfunktion, schnellladendes Akku und dann noch bis zu 100 Kilometer Reichweite mit einem rund 3,5 Kilo schweren Smartbag, an dem du auch noch deine technischen Geräte bis zu 65 Watt laden kannst. Das ist einfach nur wow. Ich denke, ein Tesla ist im Moment das smarteste Fahrzeug mit den meisten Innovationen. Was würde also passieren, wenn man dieses Fahrzeug in ein E-Bike pressen würde? Genau. Es würde ein Bike rauskommen, was dem Lamobike MK2 ähnelt. Und darum geht's heute in meinem Video. Denn dieses Bike hat es echt geschafft, mich grenzenlos zu begeistern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Wenn du jetzt denkst, so viel Innovationen sind bestimmt richtig teuer, dann kann ich dich schon jetzt beruhigen. Hier erlebst du auch noch eine Überraschung, denn dieses Fahrrad kostet nur, na, ich sag dir das gern später. Erstmal will man heutzutage ja immer mehr alle Dinge miteinander verbinden, um den optimalen Workflow zu haben. Genauso macht es auch das Lamobike MK2. Es ist einfach vieles möglich, wofür du sonst vielleicht zwei oder drei Fahrräder bräuchtest. Ich persönlich brauche nicht immer E-Bike-Unterstützung. Gerade wenn man mal Sport auf dem Bike machen möchte, ist es natürlich auch schön, den Kreislauf in Schwung zu halten, um sich mal anzustrengen. Also kann ich hier am Hinterrad des Fahrrads einfach auf manuell umstellen. Wenn ich aber zur Arbeit fahre und entspannt und nicht verschwitzt ankommen möchte, so stelle ich genauso schnell wieder auf Elektroantrieb um und habe hier die volle Unterstützung. Das Ganze nennt sich Duo-Mode-Hub und funktioniert durch das patentierte Doppelkupplungssystem im Fahrrad. Da sind wir auch schon direkt beim Motor. Angetrieben wird dieser von einem 250 Watt 36 Volt Heckmotor mit ca. 40 Newtonmeter Drehmoment, was jetzt nicht viel klingt, aber durch die 10-Gang Shimano Schaltung kannst du hier alle Ansprüche der Naturen bewältigen, jedenfalls war es bei mir so und ich bin wirklich schon öfter mal vom Wege abgekommen, wie ihr noch in diesem Video sehen werdet. Dazu kommt, dass dieser Motor jetzt mit einem Drehmomentsensor ausgestattet ist, was das Fahren noch angenehmer macht. So, natürlich kannst du das Bike auch transportieren. Was du da sozusagen brauchst, ist aber ein Schlüssel, weil es gibt keine Schnellspanner direkt vorne an der Gabel. Was bedeutet, du brauchst immer einen Schlüssel, um dir da sozusagen das Bike zusammenzubauen. Hier vorne gibt es dann, wie gesagt, Schrauben und Muttern und das Rad wird einfach nur so eingesteckt und dann brauchst du, wie gesagt, einen Schlüssel, um die Muttern hier sozusagen zu befestigen, aber mit Schnellspannern ist nichts. Also hier setzt man klassisch noch auf Muttern. Der Lenker auch relativ übersichtlich. Hier hast du die Bremsen natürlich, dann hier die Schaltung und du kannst natürlich zwischen 10 Gängen wählen und es funktioniert natürlich alles fließend und auch richtig komfortabel mit dieser Schaltung. Hier die Möglichkeit, dein Handy einzulegen mit der aktuellen App. Dann gibt es zwei Drucktasten. Die eine Drucktaste, die steuert dann, wie gesagt, dein Display. Du kannst dann die Fahrstufen ansteuern und den Boost. Und die andere Taste ist einfach dafür da, dass du sozusagen mal klingeln kannst. Oder wenn du sie lange gedrückt hast, dann kannst du das Licht ein- und ausschalten. Und guck mal, du hast eine ganze Menge Möglichkeiten hier mit dieser App. Du siehst erstmal deine Gesamtfahrt, dann natürlich die Durchschnittsgeschwindigkeit, die geschätzte Reichweite des Akkus, also was sozusagen noch verbleibt. In meinem Fall wären es jetzt 63 Kilometer. Hier, wenn du die App dann im Betrieb hast, hast du natürlich die aktuelle Geschwindigkeit. Und dann geht es natürlich noch weiter ans Sperren des E-Bikes. Das heißt, hier geht dann sozusagen die automatische Sperre an. Du kannst ebenfalls noch das Smart Pack sperren und hast natürlich hier verschiedene Möglichkeiten für die Schnellsteuerung in Richtung Piepen, Telefonschlüssel und natürlich auch Lichter. Hier ist es natürlich unwahrscheinlich wichtig, klar, Standort Apple Find Me mit integriert. Du kannst das Ganze dann natürlich auch über den Apple Account anmelden und siehst dann immer, wo das Bike ist. Entweder hast du sozusagen das Fahrrad irgendwo hingestellt und du weißt nicht mehr, wo es ist, oder es wurde dir gemobst und das Smart Pack ist noch dran. So kannst du das Ganze dann, wie gesagt, hier komplett überwachen. Da unten steht dann nochmal Lemo vor einer Minute genau an diesem Standort und das Smartpack ebenfalls am gleichen Standort. In Bezug auf Dienste kannst du dann hier nochmal mit Lemo kommunizieren, gleichzeitig natürlich auch nochmal Zubehör kaufen über die integrierte App, wo du dann sozusagen registriert bist.
Und dann hast du natürlich noch dein eigenes Profil mit deinem Namen drin. Das Smartpack, wenn es sozusagen angemeldet ist, ist dann auch noch mit drin. Also diese Möglichkeiten sind wirklich vielfältig und du hast alles, was du brauchst, auf einem Blick während der Fahrt oder wenn sozusagen das Fahrrad steht, beziehungsweise wenn es neben dir steht. Absolut easy. Die App finde ich richtig gut. Da kommt bestimmt im Laufe der Zeit noch ein bisschen mehr dazu. Auf alle Fälle kann man sie hier optimal für das Fahrrad anwenden. Du siehst auch, öfter gibt es mal Firmware-Updates. Ich mache das jetzt nicht, weil das ein bisschen länger dauern würde. Aber du hast natürlich dann immer noch die Möglichkeit, hier Updates zu ziehen. Da bleibt Lemmo dran, dass es immer was Neues zu entdecken gibt und gleichzeitig natürlich auch Fehler zu verbessern. Hier kommt, wie gesagt, gerade ein Update. Das machen wir dann später. Übrigens, falls du dieses Bike auf großer Tour erleben möchtest, dann jetzt schon mal meinen Kanal abonnieren, denn ich plane aktuell eine Megatour, auf die ich euch natürlich sehr gern mitnehmen möchte. Es gibt dieses Fahrrad natürlich in verschiedenen Größen und auch Rahmenformen. Weiterhin sind auch andere Farben möglich. Welche das sind, das könnt ihr gerne auf der Webseite abchecken. Diese habe ich euch natürlich hier direkt in meiner Videobeschreibung verlinkt. Der Akku heißt hier Smartpack und das aus gutem Grund. Erstens schiebt man ihn ganz einfach in den Rahmen ein, er verbindet sich dann automatisch mit dem Bike. 540 Wattstunden Akkukapazität bringen dich dann bis zu 100 Kilometer weit laut Hersteller. Wie ihr diese Zahlen handhaben müsst, erkläre ich euch noch später in meinem Reichweitentest. Großartig finde ich natürlich auch, dass du nicht 6 oder 8 Stunden warten musst, bis er wieder komplett geladen ist. Nein, 3,5 Stunden reichen aus und schon kann es wieder mit voller Unterstützung weitergehen. Du kannst aber noch mehr mit diesem Smartpack machen. Im unteren Bereich findest du USB- und USB-C-Anschlüsse, um zum Beispiel dein Smartphone zu laden, aber auch mein MacBook Pro kann ich hier ganz easy wieder bis zu 65 Watt Ladepower aufladen. Und genau das konnte ich auch schon nutzen, denn während der Aufnahmen hier zu diesem Video war meine Actioncam alle und einfach anstecken, aufladen, weiter benutzen, richtig gute Idee. Am Powerschalter kannst du auch noch mal den Ladestatus checken und in die Netzbuchse steckt man dann das mitgelieferte Ladegerät ein. Weiterhin lädt das Pack auch noch die Batterie im Bike und so kannst du über dem im Oberrohr verbauten Display noch den Akkustand sehen und wenn du ohne Pack fährst, dann bleibt das Display an und du siehst weiterhin deine Geschwindigkeit und dein Licht wird natürlich auch noch weiterhin mit Strom versorgt, wenn du mal im Dunkeln unterwegs bist. Im Smartpack stecken wirklich alle Steuerungsfunktionen für das Bike und auch das GPS. Das Schöne ist, wenn es mal kaputt ist, dann muss es nur ausgetauscht werden und man muss nicht Schrauben oder irgendwelche Komponenten am Bike tauschen. Das finde ich wirklich gut gelöst und wer mal große Touren plant, kann sich natürlich auch mal ein weiteres Smartpack mieten oder kaufen, um die Reichweite hier zu erhöhen. Gut mitgedacht und so verhält es sich natürlich auch bei anderen Bauteilen am Bike. Einfach abnehmen, austauschen oder aufrüsten. So ist garantiert, dass du mit dem Lemmo lange deine Freude hast. Kommen wir zur weiteren Ausstattung des Bikes. Diese Version ist mit einem Kettenantrieb ausgestattet. Es gibt aber noch die Möglichkeit, dieses Fahrrad mit einem Riemenantrieb zu kaufen. Hier ist es etwa 100 Euro teurer, aber der Riemen, der hält natürlich länger, da er nicht so wartungsintensiv ist wie eine Kette. Und solltest du dies in Erwägung ziehen, hast du aber keine Gangschaltung mit an Bord, weswegen ich mich für die Kette entschieden habe, denn ich mag schalten und für mich ist das echt optimal. Zum Thema Sicherheit ist alles dran, was du brauchst. Ein LED-Frontlicht, was du dann auch noch abnehmen kannst und auf Roadtrips oder Campingausflügen extern als Taschenlampe verwendest. Der Akkustand wird dir dann nochmal im verbauten Rahmendisplay angezeigt. Hinten auch noch ein LED-Rücklicht, dass du sicher ankommst. Und der Rahmen, der besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Gabel besteht aus Kohlefaser. Und wer sich wundert, hier keine Schweißnähte zu sehen, ja, die sind hier alle nicht vorhanden. Denn die Teile sind verklebt und das bietet natürlich ein geradliniges und sauberes Design. Auch super, das Bike wiegt ohne Smartpack nur 15 Kilogramm, mit Stromversorgung dann rund 18 Kilogramm, was absolut in Ordnung geht. Als Bremse verbaut man hier 4 Kolben Hydraulikscheibenbremsen vorn und hinten, die 160 mm stark sind. Schaltung, wie schon erwähnt, 10 Gang Shimano Dior, die schon zügig in die Gänge kommt und etwas hochwertiger ist als das, was man so sonst an anderen Bikes findet. Als Sattel spendiert man dir einen Cell Royal Sport. Falls dieser dein Fahrgefühl nicht ganz oben ansetzt, gibt es noch die Möglichkeit, dir im Zubehör eine gefederte Sattelstütze zu holen, sodass der Po und der Rücken hier weich abgefedert werden.
Außerdem lässt sich die Sitzposition nochmal genauer einstellen. Ein weiteres Plus, die pannensicheren Reifen, die hier noch mit Reflektoren ausgestattet sind, um dich nachts noch besser sichtbar zu machen. Pannensicher heißt jetzt nicht, dass die niemals kaputt gehen, aber sie sind Nylon verstärkt mit Einlagen an den wichtigsten Positionen, dass nicht sofort spitze Dinge eindringen können und in der Regel auch deutlich stabiler als normale Reifen. Das Profil ist sowohl für Straßen als auch für leichtes Gelände geeignet. Andere Wege geht das Lemmo auch beim Gepäckträger. Hier kannst du klassisch nichts draufpacken, aber absolut gut ranhängen. Mit optimalen Gepäcktaschen an den Seiten bekommst du hier auch Stauraum für große Touren oder den Badeausflug. Bei den Schutzblechen setzt man hier auf eine Kunststofflegierung und ich bin mittlerweile wirklich Fan davon geworden, da diese erheblich weniger klappern und trotzdem ihren Job fabelhaft erledigen. Die Pedale sind aus Nylon mit Kunststoff und gut in der Breite, sodass du nicht abrutschen kannst. Aber jetzt gehen wir mal auf Tour. Und jetzt geht's wirklich mal direkt in den hügeligen Wald mit Bergen, mit allem drum und dran. Das zählt zwar nicht, weil das Fahrrad ja eigentlich für die Straße und urbanes Gelände gemacht ist. Aber ich sag mal, so einen richtigen Waldweg mit einem Hügel kann er ja auch mal schaffen. Und das Ding ist leicht. Also ich merke das überhaupt nicht unterm Hintern. Aber er rockt's. Noch ein Berg, bisschen Schwung holen, zack, Schaltung ist super, die flutscht, herrlich, also Berge, alles easy. Und jetzt gerade auf hügeligen Strecken ist es natürlich ideal gewesen, diese Handyhalterung hier zu testen. Und da kann man sagen, ich habe ein iPhone 15 Pro Max, was relativ groß ist. Und hier hält diese Halterung dein Telefon definitiv, auch wenn der Wald, die Hügel und alles andere kommen. Hier ruckelt nichts, hier klappert nichts. Dein Handy ist wirklich in sicheren Händen in dieser Handyhaltung. So, mal schnell über eine Kreuzung rüber. Wenn du Antritt brauchst, einfach hier auf der rechten Seite die Taste lange drücken, dann geht der kleine Turbo los und das Fahrrad schiebt dich relativ schnell auf Geschwindigkeit. Was richtig gut ist, wenn du, wie gesagt, mal an der Kreuzung anfahren musst und schnell über die Straße musst auf den Radweg. Wunderbar. So, ich bin jetzt mal ohne Akku unterwegs. Was bedeutet? Einfach normal Fahrrad fahren und das geht auch. Weil du hast ja eine 10-Gang Shimano-Schaltung und mit der Schaltung kannst du hier echt richtig gut Hügel und andere Dinge ausgleichen. Also funktioniert wirklich perfekt. Das Einzige ist, du musst dich ein bisschen mehr anstrengen. Also hier kommt keine Unterstützung mehr. Aber im Display vom Rahmen ist natürlich immer noch deine Geschwindigkeit angezeigt und gleichzeitig noch das Akku des Lichts, was vorne dran ist und gleichzeitig hier noch das Rahmenakku, was richtig gut ist. Und ja, jetzt wird es ein bisschen anstrengender, aber dank des Gewichts von 18 Kilo lässt sich das Fahrrad hier auch wunderbar fahren. Einzig ist jetzt der 3,5 Kilo schwere Akku, ist natürlich hinten in der Tasche mit drin, aber jetzt geht es einen Berg hoch und ganz ohne Akku, sportlich, passt. So, und jetzt fahren wir mal Kopfsteinpflaster und hört ihr was? Genau, ihr hört gar nichts, weder klappern noch irgendwelche anderen Geschichten. Und obwohl hier keine Federung verbaut ist, ist das mit dem Kopfsteinpflaster natürlich auf die Art eine ganz entspannte Geschichte. Und das ist, wie gesagt, kleines Kopfsteinpflaster, also kurzes Kopfsteinpflaster. Im Laufe der Tour finden wir natürlich auch nochmal richtiges, dickes, fettes Kopfsteinpflaster, aber selbst Hügel und hier Unebenheiten auf Kopfsteinpflaster macht das Bike vernünftig. Und die Federung ist trotz nicht vorhandener Federung immer noch richtig super. Also hier merke ich gar nichts. Vom Fahrgefühl kann man hier echt nicht meckern. Auf diesem kleinen Kopfsteinpflaster. Was natürlich dann immer ein bisschen unangenehm ist, ist, wenn so diese Gullydeckel eingelassen sind. Dann ist es natürlich ein bisschen heavy und hart am Po. Aber ansonsten alles entspannt. Bleiben wir ruhig mal so ein bisschen bei unebenen Strecken. Hier ist mal einer dieser berühmten alten Fußwege, die sozusagen mit Baumwurzeln untermauert sind. Und hier hast du natürlich schon einige Huckel und ist aber alles okay. Also wer will da meckern? Mit einer Sattelstützenfederung wäre es natürlich dann noch ein bisschen luxuriöser, aber so kriegst du das auch definitiv hier hin, ohne dass dein Rücken wehtut, ohne dass dir der Po wehtut
oder irgendwelche anderen Dinge an deinem Körper stattfinden, passt. Und ich bin natürlich der festen Überzeugung bzw. auch der Meinung, dass so ein Fahrrad natürlich nicht nur bei Sonnenschein gut reagieren muss und gut fahren muss, sondern auch bei Regen eine gute Figur machen muss, auch so vom Profil. Gleichzeitig natürlich auch Bremsverhalten, klar, die Scheibenbremsen werden nass, das ist normal. Aber ich sag mal so, vom Prinzip her musst du dich natürlich auf dem Fahrrad auch bei schlechtem Wetter relativ sicher fühlen, denn es ist nicht immer nur schönes Wetter in unseren Landen und woanders natürlich auch nicht. Vom Profil jetzt mal so im Bremstest kann man echt sagen, es ist wirklich richtig rutschig hier. Es ist so ein Waldradweg und wenn du jetzt normale Geschwindigkeiten so um die 12, 15 km/h fährst, bisschen rutschen ist klar, aber die Bremsen quietschen nicht. Die halten dich und ich war noch nicht mal komplett drin in den Bremsen. Zum Thema Reichweite kann ich Folgendes sagen. Du musst natürlich auch wieder unterscheiden vom Gewicht, von den äußeren Umständen und von anderen Dingen, die das Akku dann natürlich dann immer beeinflussen. Aber mein Fakt jetzt, also ich deutlich über 100 Kilogramm, dann wird aktuell bzw. die meiste Zeit nur in Stufe 3 gefahren. Das ist natürlich die höchste Fahrstufe und die zieht dann Akku. Aber mit diesem kleinen Smartpack kommst du in Fahrstufe 3, 1,90, über 100 Kilo, wirklich deine 50 Kilometer, kann ich hier sozusagen schriftlich bestätigen. Das ist eine gute Sache, wenn du jetzt leichter bist und nur Fahrstufe 2 fährst, die auch schon richtig gut unterstützt, bist du da definitiv bei 80 Kilometer. Und die andere Unterstützung, naja, ich sag mal Stufe 1 und dann immer nur fahren. Die Werksangabe von 100 Kilometer ist schon relativ genau und ich würde sagen, so im normalen Verkehr, berghoch, bergrunter, so 90 Kilometer definitiv, 100 Kilometer, dann wenn du dir richtig Mühe gibst auch. Also das ist schon eine unglaubliche Reichweite für dieses kleine Smartpack, 3,5 Kilogramm schwer, 540 Wattstunden in gut 3,5 Stunden aufgeladen und dann knapp 80 Kilometer normaler Durchschnitt, sehr gut. Fazit: Wer zwei Räder in einem haben möchte und die smarten Funktionen ausführlich nutzen kann, der ist hier absolut richtig. Das Lemmo MK2 hat so viele kleine und nützliche Innovationen an Bord, dass man hier echt mehr als zufrieden sein kann. Langlebig, innovativ mit zeitlosem, schönen Design, hier hat man echt nachgedacht und unterstützt die Wünsche des Kunden. Erweiterbar in der Ausstattung und Zukunft, sicher kommt man mit diesem Bike echt gut voran. Für knapp 2.300 Euro hast du hier echt alles, was dein Herz begehrt und wenn es noch mehr sein soll, einfach mal im Zubehör nachschauen. Und auch beim Service muss man sagen, gut gelöst. Mit vielen Geschäften in ganz Europa sowie einem guten Online-Support wird der Kunde nicht im Regen stehen gelassen, sondern hier eher wie ein kleiner König behandelt. Gut gemacht, kann ich da nur sagen. Und wenn ihr noch mehr Informationen braucht, dann schaut einfach mal auf der Internetseite von Lemmo vorbei. Diese habe ich euch natürlich hier in meiner Videobeschreibung verlinkt und wie gesagt, ich gehe bald auf großer Tour mit diesem Bike, nehme euch natürlich sehr gern mit. Nicht vergessen, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Für heute sage ich Tschüss, Bye Bye und Winke Winke. Sehr gern bis zum nächsten Video.